Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill. Dass ich das mal sage, hätte ich echt nie für möglich gehalten. Ich freue mich sehr. Ich finde es hat so viele unfassbare. Ich muss mich, glaube ich, danach mal hinsetzen. Diese Details, die hier im Spiel so sind. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, heute fällt wieder der Livestream aus. Deswegen jetzt natürlich Silent Hill. Unser kleiner Harry hat ein Problem. Sein Problem ist, dass die Luft anscheinend hier sehr krass stark schlecht ist, weil er extrem atmet. Oder weil wir hier grundlos hin und her gerannt sind. Das könnte natürlich auch sein. So, wir wollen zu unserer Cheryl. Die Cheryl ist in der Schule, hat sie uns mit Hilfe eines Blatt Papiers oder ihres Malbuchs gesagt. Mein Plan war eigentlich, ihr seht schon die ganzen Kreuze, wo ich langlaufen wollte. Wir haben einen. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, wir haben einen Schlüssel gefunden zu einem Garten. Wenn man unseren seltsamen Pfeil sieht, rechts gegenüber oder höher vom Café, da haben wir diesen Schlüssel gefunden. Und der Schlüssel ist für einen Garten. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was mit diesem Garten los ist. Da unten, da wo wir eigentlich hin sollen, wo es diese Eclipse-Dinger gibt, diese Keys for Eclipse, also die Schlüssel, da ist zu. Da kommen wir nicht weiter. Wir können sie auch nicht vorbeischlängeln. Ich überlege gerade, als wir gehen mal ganz kurz in die Finney Street zurück, zu dem Doghaus und versuchen da irgendwie mal reinzukommen. Das ist jetzt erstmal mein erster Anhaltspunkt. Mein zweiter Anhaltspunkt wird vermutlich sein, nochmal dahin zurückzurennen und zu gucken, ob wir noch irgendwas finden. Aber wir haben halt drei Schlösser und wir haben nur einen Schlüssel. Und das ist der Holzfällerschlüssel, was ein bisschen seltsam ist. Aber wir gucken einfach mal. Das Gute ist, wir haben hier schon einige rumgemacht. Ich hoffe einfach mal, dass die nicht wiederkommen. Dass die für immer einfach tot sind. Das ist so ein Detail, was ich meine. Wir sind jetzt gerannt und er atmet am Anfang extrem schnell, wenn wir stehen, und dann immer langsamer. Das ist sowas. Ich habe so dieses Gefühl, dass das Spiel hier was ganz, ganz Besonderes ist. Es ist ja sowieso was Besonderes, aber auch so vom. Von allem her. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so rumjage, aber ich habe dich auch schon gelobt. Wenn ich... ach so, Cheryl steht da oben nur. Ja, wir könnten jetzt da durch, aber wollen wir da durch? Ich gehe derzeit davon aus. Also die grünen Flächen sind... Garten. Ich bin hier erstmal falsch. Wir müssen in die Levin Street. In der Levin Street ist das Doghouse. Ja, ich kann es euch ja mal erzählen, was mir bisher so aufgefallen ist. Also das Atmen schon mal. Dann, dass wenn wir verwundet sind, ich glaube, wir sind gerade nicht so richtig verwundet, oder wenn irgendwas ist, dann pulsiert der Controller. Aber der pulsiert nicht komplett, der pulsiert nur auf der rechten Seite. Dann, dass er natürlich hier tatsächlich eine Waffe in die Hand bekommen hat von der guten Sybil und nicht einfach irgendwie eine leere Hand vor sich hatte. Das ist auch schon mal sehr cool gewesen. Was ist mir noch aufgefallen? Ich weiß es gar nicht mehr, was mir in der letzten Folge aufgefallen ist. Du Mistvieh! Ja, das ist mir aufgefallen. Ist er jetzt irgendwo gestorben? Guckt, das meine ich jetzt. Ich weiß nicht warum, aber der Controller vibriert rechtslastig. Ich verstehe es nicht.
Oder soll das ein Herzschlag sein? Ich weiß es nicht. Ich find's voll geil. Nein, hopp! Oh, da stehst du doch! Gibt keine Bücher für dich. Saurier dürfen keine Bücher lesen. Dann kriegt er direkt Nasenbluten. Ja, was ist das? Ich habe ja die Vibration an. Ich mag das ja gern, wenn es irgendwie Feedback gibt vom Spiel. Aber ich bin mir noch nicht sicher, warum. Weil nur wenn wir Viecher irgendwie... Jetzt vibriert er auch in der Mitte. Also jetzt geht es, glaube ich, ums Rennen. Ich weiß noch nicht so richtig, was sich das festmacht. Wir sind auf jeden Fall richtig auf der falschen Straßenseite. Unfassbar. Ach hier, Blockhaus, hier nur rein. Wir laufen mal langsam. Und ich finde, hier macht ein... Das macht mich übelst nervös, das Vibrieren im Controller. Das sind zwei Schlösser. Wir gucken noch mal schnell auf die Karte. Etwas ist auf der Karte an der Wand geschrieben. Also, was ich glaube, wir sind ja jetzt hier unten. Wir gehen noch mal Richtung Pfeil. Da waren wir oben zwar schon, aber es scheint, da scheint irgendwo was zu sein. Und dann gehen wir mal rechts runter noch mal zu dem Kreis. Vielleicht liegt da jetzt irgendwas rum. Also erst zum Pfeil. Also jetzt macht mich das Vibrieren im Controller gerade wahnsinnig. Ich habe übelste Angst, dass irgendwas passiert. Ich speichern. Ich finde das hier, das ist wirklich sehr cool. Und vor allem geht es extrem schnell. Ja, diese 1 Stunde 45 stimmt nicht. Das Spiel war einfach nur an. Ich habe jetzt längere Pause gemacht. Also hier wird auch nichts geschnitten oder so, gell? Für die schon bei Resident Evil 1 dabei waren im Original, die wissen das schon. Oder alle anderen auch. So, warte mal. Dockhaus, wir sind jetzt hier. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass alles relativ schnell aufgeht. Also man muss nicht lange warten. Links rum und dann über die Bachmann Road. Ich komme mir gerade voll vor, wie... Also ich glaube, am Ende dieses Spiels kenne ich mich in Silent Hill besser aus, wie hier, wo ich wohne. Da fängt schon an, hier ist schon mal nichts. Ja gut, da laufen wir halt unten lang. Also unten links. Da krieg ich direkt Zuckung, ey. Wo? Ah, die Kamera schwenkt. Ich erinnere mich wieder. Die Kamera schwenkt in dieser Gasse, wo wir am Anfang waren. Das war... Also, das war atemberaubend. Also, das war echt Next Level. Okay, wir gehen doch geradeaus. Jetzt sind wir einmal hier. Und der Soundtrack. Oh, der Soundtrack. Schön, dass hier mal nicht irgendwie eine Straße kaputt ist. Finde ich wirklich sehr, sehr schön.
Fall um. Scheiß Vieh. Okay, jetzt sind wir hier. Hier ist der Kreis. Oder hin. Oh, nee. Das ist ja wunderbar hier. Unfassbar. Endlich ist mal was drin. In so einem doofen Briefkasten. Sorry, dass ich so laut bin, ey. Mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Vogelscheuchenschlüssel. Ja. Cool. Okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Wir gehen mal hier. Harry, hör mal auf hier. Nicht die Bäume umarmen. Wir suchen deine Tochter. Wäre ja zu einfach gewesen hier. Ich mag auch die Schritte sehr, wirklich sehr gern. Ich mag auch die Stimmen, die Synchro ist auch sehr cool. Und ich mochte den Vorspann. Es hat mich nur gewundert, dass beim Vorspann, dass diese Szene, wo wir nebendran fahren, dass die beim Vorspann vom Spiel war und nicht als, und nicht als Intro selbst. So, hören Sie auf. So, wir befinden uns hier, liebe Kinder, auf der W.Elroy Street. Oder Wellroy Street? Ich weiß nicht, ist ein bisschen verpixelt hier. Ich bin rum. Und ich finde es auch so unfassbar, dass es noch funktioniert. Alles. Also, voll geil. Nicht parken zu keiner Zeit. Okay, hier gibt es auch keine Autos. Hier gibt nur ein Auto und das hier ist das rote. Ich schieß dir auf die Füße, Mann. Oder Frau, je nachdem, was du bist. Und wo ist es? Da bist du. Ich weiß, es ist ein bisschen laut, aber ich habe in der Vorlage gehört. In der Vorlage. Aufhören, bitte. Kann man hier das anreden? Nee. Hä? Wo sind wir hier? Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Wo bin ich? E. Effini Street. Ach! Hier, guck mal da. Ja, bevor wir da runtergehen, wo wir eigentlich hinwollen, gehen wir hier hoch. Ich finde es auch interessant, wie sich die Blickrichtung so verändert. Oh, guck mal hier, Police Officer. Wo Frau Officerin hin? Lebt Officerin noch? Ja. Okay, wir haben erstmal direkt alles geklaut. Guck mal hier. Das ist der Löwenschlüssel. Oh nein, Frau Officerin hat den Löwenschlüssel im Kofferraum gehabt. Sibylle. Ja, you. I have the Schlüssel. Oh, na super. Ich bin... Oh. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich bin in der ersten Folge, bin ich hier hingerannt. Hier. Hier. Warte. So. Und hab nicht gemerkt, dass da einfach das Auto daneben ist. Ich habe mir gesagt, hä, was, warum ist hier nichts? Okay, das Auto ist nebendran. Gut, wir haben jetzt alle Schlüssel. Hier immer noch keine Parkung. Deswegen parkt die Sibylle auch da vorne. Bei der Schlucht, weil sie hier nicht parken darf. Niemals. Gibt es überhaupt solche... wie heißt... Wir sind geradeaus hier. Solche Schilder, dass man da zu keiner Zeit parken darf? Eigentlich schon. Das ist das absolute Parkverbot, oder? Aber so, dass da drauf steht, für immer? Eigentlich nicht. Lasst mich. Ich habe viel zu viele Kugeln dabei. Oh, was war das? Das ist wie gerade in so einer Traumblase, in so einem anderen Spiel. Wenn man einfach so lange läuft, egal in welche Richtung, bis eine Zwischensequenz auslöst.
Oh, die Zwischensequenzen sind auch so cool. Also ich weiß nicht, wie die Zwischensequenzen sind, aber dieser Vorspann ist wahrscheinlich die Zwischensequenzen gewesen, oder? Also alles, was wir in dem Vorspann zu sehen bekommen, sehen wir wahrscheinlich auch im Spiel. Nicht wie bei Background Story, wo sie einem voll verarschen mit ihrer komischen... Da haben sie voll die krasse Vorsequenz. Läufst du aus, oder was? Ja. Und dann kommt das nicht mehr im Spiel vor. Okay, gut. Wir sind bald da. Wir sind hier links rum. Hier links rum. Hier ist... Ach, ich wüsste, was ich auch gerne gespielt hätte. Obwohl es mir wahrscheinlich... hätte ich da eine Windel gebraucht. Hier, dieses Silent Hills PT. Ich habe mir das angeguckt im Let's Play. Ich glaube, bei Gronkh und Pandoria und gefühlt bei allen habe ich es geguckt. Und das hätte ich gerne gespielt. Aber ich freue mich auch auf die ganzen anderen Spiele von Silent Hill natürlich hier. Dieses Ascension, da steige ich noch nicht so richtig durch, wie das funktionieren soll. Ja, wir lassen ihn erstmal atmen. Der arme Mann, ey. Das ist die falsche Tür. Warte mal, wo ist das Dockhaus? Ja, das ist ja diese Serie, gell? Dieses Ascension-Ding. Aber ich bin mir da echt noch nicht sicher, wie das funktionieren soll. Wir müssen nicht eigentlich hier... Hey, wo ist denn das doofe Dockhaus? Was? Ach, ich bin zu weit gelaufen. Ich verstehe. Das ist ja das, wo die Zuschauer, glaube ich, irgendwie mitmachen können. Aber ich weiß nicht, was man da abonniert haben soll oder so, wie man da mitmachen soll. Ist ganz komisch. Ach, hier, Dockhaus. Damit man sich nicht so krass verläuft. So. Aber die, vor allem dieses eine. Oh, das war voll geil. Das sah krass aus. Das war es bei der Präsentation als letztes gezeigt. Was war denn das nochmal? Das in dem asiatischen, in der asiatischen Stadt. Boah, das sah krass aus. Oh, ich will sie alle spielen. Dockhaus. We are back in the Dockhaus. So. Hier wohnt der Hund. Wir atmen ihm erstmal auf seine Notizen. So. It's time. Löwenschlüssel. Vogelscheuchenschlüssel. Es ist nicht abgeschlossen. Ja, natürlich. Wir haben es ja aufgemacht. Wie geht's ihm? Es wird schon wieder dunkel. Nein. Was ist los? Bitte nicht. Oh, ich möchte das wahre Silent Hill noch nicht sehen. Ich bin noch nicht bereit dafür. Oh Gott, nein. Zwei Tonika. Ist es doch die Mehrzahl, oder Tonika? Kann ich hier irgendwo hin? Gibt's hier irgendwas? Hallo? Ich hasse das. Alles, was mit Taschenlampe ist, ist kacke. Ja. Wie geht's denn uns? Soll ich mich schon mal heilen? Achso, das ist nur die Karte. Wir haben jetzt ein bisschen was gefunden, deswegen hauen wir uns das mal rein. Ich finde es auch übrigens sehr cool, dass wir scheinbar unendlich Zeug mitnehmen können, oder? Oder sind wir jetzt voll? Ich hoffe nicht. Das wäre ungeil. 4, 2, 15. 112. Ja, wir können sie auch von Nischel klopfen, wenn wir das wollen. Aber wir schießen natürlich erstmal. Heiliger. Hier ist ein Tor. Ich glaube, da müssen wir auch durch. Oh Gott, ist das eklig. Oh. Um Gottes Willen. Nein, es ist dunkel. Es ist wirklich dunkel, aber es ist so dunkel. Oh, jetzt ist es ja noch weniger. Diese Katastrophe hier.
Wir verkriechen uns erstmal bei der Mülltonne. Nein, nein, nein. Mistvieh, ey. Ich komme in Schlängellinien auf dich zugreifen. Ganz kurz hier reingucken. Diese Musik. Okay, wir sprechen mal das Blut an. Hallo, Blut. Kann man nie machen. Hä? Wartet mal. Wieso treten der sich nicht? Hallo? Junge, dreh dich mal. Ich will sie. Das macht mich wahnsinnig. Oh. Okay. Ich hoffe, wir können in der Schule dann wenigstens erstmal speichern. Ich glaube es nicht unbedingt, dass hier irgendwo ein Notizblock liegt zum Speichern, aber in der Schule wäre schon geil. Ich muss mal ein bisschen hier im Zickzack laufen, weil diese Tonnen. Okay. One way, ja. One way ticket. Oh, hier, guck mal, Straßenfut. Oh, was machst du da unten? Ich muss gerade mal. Ja, gut, sieht man. Ich habe mal in die Aufnahme geguckt. Nicht, dass es so dunkel ist und ihr seht nicht. Da muss ich euch noch erklären, was hier los ist. Wir sehen hier rechts einen kaputten Baum. Oh, kann ich drauf? Sieht so offiziell aus. Kannst du auf den Baum? Nee, leider nicht. Ach, ich würde am liebsten an jeder Tür ruckeln. Aber es ist natürlich nicht so, dass man hier wahrscheinlich überall rein kann. Also, an der anderen Seite kann man natürlich auch nicht rein. Sind die Leute? Leute, Leute, Leute. Uh-oh. Wer am I? Ach, Hundi. Ist das die Gasstation? Nee, was ist hier los? Erdbeben oder was? Liegt da was? Wir sprechen es mal an. Nee, hier liegt ja noch nichts. Hä, was ist hier? Ach, hier ist Schluss. Okay. In der Midwich Street. Okay, auch gut. Links ein Bescheid. Warte mal hier. Nichts. Aha! Erwischt. Ach, und ein Tonikum auch noch? Oder ist das ein Stückchen Stein? Was bist du? Bist du ein Stück Stein oder bist du Tonikum? Aha! Ich hab schon das Auge. Steinauge. Ich habe Angst. Gibt es hier Endgegner? Ich will sie nicht besiegen. Also ich will sie schon besiegen, wenn es sie gibt, aber ich habe Angst vor denen. Ey, was ist denn hier los? Nein. Harry. Harry. Harry Mason. Ey, was machst du da? Halt! Au, du hast mich gehabt, Mistvieh! Mann, ey! How geht's uns? Och, es geht ganz gut. Kann ich rein? Was ist das? Sieht so offiziell aus. Nein. Ist aber nur so eine verrostete Tür. Oh, ich will nicht, dass es rostet. Oh Gott. Wartet mal, wo bin ich denn überhaupt? Wir müssen hier geradeaus laufen, glaube ich. Aha. No parking. Hier darfst du auch nur immer niemals parken.
Nicht mal Kurzzeitparkplatz. Da darf man nicht lang. Ach ja. Meistens gibt es bei diesen Enten ja was zu finden, gell? Zeig dich, Gegenstand. Ich bin bereit, dich zu finden. Ha, mein Hydrant sieht mir sehr verdächtig aus. Okay, ein sehr seltsames Fenster. Okay, komische Tür. Was ist das? Okay, kommt man nicht rein. Wo sind wir? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich hoffe. Jo. Wir sind bald bei der Midwich Elementary School. Einfach nur anschießen. Lass mich, ich renne. Hat da jemand im Vorgarten gehockt? Ich hoffe nicht. Wir haben genug Munition, deswegen können wir es leisten. Ich will nur ganz kurz hier rinder gucken. Oder hier rüber, bevor wir da drüben reingehen. Oh, Hunde. Hunde machen Kratzi. Nein! Böser Hundi. Ja, wir erschießen erstmal diesen Baum. Alles klar. Meins? Geigerradio. Hör auf damit. Schade. Ich bin wirklich... Das finde ich auch so cool, dass er tatsächlich hinfällt dann. Am Anfang war ich echt schockiert, dass ich ihn jetzt hinfallen lassen habe. Also ich finde nicht, dass er hinfallen sollte. Er braucht seine Beine noch. Okay, das ist wieder die Straße, gell? Gut, dann gehen wir jetzt wirklich zur Elementary School. Oh, da haben wir auch noch was. Gut, bevor wir jetzt hier weiter rumgrätschen, man darf in dieser Stadt nirgendwo parken. Kein Wunder, dass sie keine Autos haben. Dreh dich mal um, ich will mal die Bilder angucken. Sieht man wahrscheinlich nicht so richtig. Aha. Warte mal. Nur gerade ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Ah ja, auf jeden Fall nicht hier lang. Wir warten mal, bis es wieder hell wird. Im besten Fall sehen wir da ein bisschen mehr. Stopp. Hey, das ist doch nur ein Seitengang, das ist auch falsch. Ja. Da bist du. Hey. Du Mistvieh. Ich schieß dir einen Schritt. Halte Gusche. Okay, links rum müssen wir jetzt. Links rum. Da lang. Wir bleiben jetzt nur auf der Straße. Wir wollen zu unserer Tochter. Im besten Fall. Ja. Läuft. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich wieder rechts rum, weil hier nichts ist. Hier stehen sehr viele Autos, obwohl die hier in Anytime nicht parken dürfen. Okay, hier ist die Straße nicht kaputt, was mich echt wundert. Aber ausgerechnet vor der Schule stehen so viele Autos. Nein! Oh oh.
Hunde? Hunde. Wo? Okay. Ja, wir sind bald da. Gab's hier irgendwas? Hä? Was ist das? Es zieht mich irgendwie hier zu sich hin. Ich will wissen, was da ist. Hä? Kann ich da rein? Ist abgeschlossen. Na, ein Glück. Boah! Aber es hat mir keinen Punkt gemalt, dass es abgeschlossen ist. Aber es hat gesagt, dass es abgeschlossen ist. Also kommen wir da irgendwann im besten Fall rein. Okay, hier ist Schule. Hier stehen besonders viele. Hier kommen die Schüler mit ihren Autos gefahren. Bin ich schon vorbei? Ich glaube, ich bin vorbeigelaufen. Nee. Ah gut, ihr seht auch genügend. Hunde vor der Schule, das soll mir einer erzählen hier. Okay, da vorne haben wir noch einen. Okay, alles klar, wir sind in der Schule. Ich glaube, wenn wir richtig sind, dann pulsiert's. Am liebsten wäre ich jetzt links und rechts nochmal gegangen, aber da war wahrscheinlich Wand. Frau Kind, wo bist du? Hallo? Cheryl? Cheryl? Hier ist dein Dad. Ich mag, wie sich die Untergründe anders anhören. Dein Dad würde gern speichern. Oh Gott, was ist hier los? Oh! Aha. Das ist eine Karte von der Schule. Mitnehmen! Ja. Okay, wo sind wir? Die Schule ist riesig. Wir sind in der Lobby. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Rezeption speichern können. Da haben wir den Lehrerraum. Also wir haben zwei Lehrerräume. Hall. Das ist bestimmt wie so eine Sporthalle, oder? Oh nein, da kann man auch noch hoch und runter. Klassenraum, Klassenraum, Information. Na, super, toll. Hallo. Kann man hier irgendwas lesen? Ja, voll geil. Das da zum Beispiel sieht so offensichtlich hell aus. More Ronaldo Gordon. Das muss die Lehrerliste sein. Mhm. Okay. Irgendwie kann man hier nirgendwo speichern. Es ist im Blut geschrieben. 5 Uhr, Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Es ist im Blut geschrieben. 10 Uhr, Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austauschen. Müssen wir die Uhren hier anpassen und dann irgendwas machen? Soll ich mir das vielleicht aufschreiben, lieber? 10 Uhr, Alchemielabor. Weil er scheint ja das nicht aufzuschreiben. 10 Uhr, Alchemielabor. Handfläche, Gold. Gold auf
Hand. Alter Mann. Gegen das Wasser des Weisen tauschen. Gegen Wasser Weiser tauschen. Ich tauschen. So, was war 5 Uhr nochmal? Ist im Blut geschrieben. 5 Uhr. 5 Uhr. Beflammen, besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie, die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Flammen, Schweigen. Hungrige Bestie, Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Zeit, Tür, Zeit öffnen, Beute locken. Okay, was war hier? 12 Uhr. Ort mit Sang und Klang. Ach, das sollen bestimmt die Klassenräume sein. Das ist ein Musikraum, oder? Musikraum. Aber was ist denn bitte... Wir müssen gleich nochmal zum anderen zurück. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt in verschollenen Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Silberner Wegweiser. Silberner Wegweiser. Verschollen in Sprachen. Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Erwacht bei Befehl. Bei Befehl. Ich könnte mir auch einfach Handybilder machen, gell? Mal Ort von Sang, das ist der Musikraum. Dunkelheit, die die erstickende Hitze bringt. Verteilerraum? Nee, wie heißt denn das? Heizraum? Da, wo die Heizungen stehen? So, und jetzt würde ich gerne speichern. Ich bin jetzt soweit. Was ist denn das für ein seltsames... Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst Geschmack. Ja, übelst. Also. Was für ein ekelhaftes Bild. Komme ich hier hinten nicht lang? Nee. Hier ist eine Heizung. Ich mag das, wenn er so immer diese Dinger reinzeichnet, was wir da gefunden haben oder demnach noch nicht gefunden haben. Ich guck gerade mal, wie es uns geht. Gelb. Ich glaube, wir nehmen mal Antonikum. Ich will mal gerade ganz kurz was gucken. Ist das eigentlich jetzt auch okay? Weil ich habe es ja jetzt ein bisschen heller gemacht, wie es eigentlich gedacht war, das Spiel. So war es am Anfang. Wir machen mal kurz die 3. Vor allem kurz. Ich will mal gucken, weil jetzt im Moment ist es ja eh egal, weil wir ja sowieso alles anstrahlen.
Okay, also ich will grundsätzlich erstmal hier nirgendwo in so eine große Tür rein. Nein, die will ich auch nicht rein. Ich würde hier gerne zu den Informationsdingern gehen. Hä? Was ist denn das für ein Informationsraum? Hä? Hä? Wieso stehen hier Bett? Ach! Okay. Jetzt wird krass gespeichert. Wir befinden uns nun in der Infirmarie. Wir haben 7-mal gespeichert. Wie oft darf man speichern? Warum steht das immer dabei? 911. Ach, guck mal da. Entschuldigung. Wäre cool, wenn es einfach wieder resettet, wenn wir wieder anfangen zu spielen. Okay, wir haben jetzt Zulikung gefunden. Wir sind getonigt. Wir müssen jetzt echt irgendwo hin. Wir gehen am besten erstmal aufs Klo. Wir sprechen am besten erstmal das an. Fehlt man da irgendwas? Ich habe gelernt. Nein. Findet man nichts. Wir gehen erstmal hinten aufs Klo. Wir gehen doch nicht aufs Klo. Ja. Alles klar. Wir müssen in die Aula. Na, was soll das denn jetzt? What are you? Ey. Hey, du hast mich umgebracht. Oh nein. Die Töne. Die Töne sind zurück. Oh, ist voll der Psychotorror auf Terror. Terror auf die Ohren. Hier noch irgendwas. Also ich laufe gerade hier nur rum in der Hoffnung, ich finde irgendwas. Was ist hier? Muss ich hier die Hand reinhalten? Eine goldene Sonne. Der Turm. Tür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 10 Uhr stehen geblieben. 10 Uhr müssen wir ins Alchemielabor. Ein silberner Mond. Okay. Alchemielabor. Schade, die Tür geht auch auf. Da! Was? Wo seid ihr? Was bist du? Lass mich! Mistvieh! Ich muss doch ins Alchemielabor, Leute. Einen Freund in Nöten. Halle Storage. Na? Da ist eine Halle. Ich würde jetzt erstmal gern zu den Klassenräumen gehen. Ach, Spiel, ey. Ich will nicht in die Halle. Lass mich in Ruhe mit der doofen Halle. Es hat sich schon eingebrannt bei mir, ey. Verdammt, die Tür geht auch noch auf. Wo bin ich? Wir gehen mal schnell in den Storage rein. Boah, es ist dunkel.
dieses Klingeln, es ist immer noch in meinem Kopf. Ich habe das Gefühl, es klingelt die ganze Zeit. Das Schloss klemmen, die Tür kann nicht geöffnet werden. Schade eigentlich. Alles klar. Funktioniert so nicht. Gut. Ich will nicht in die Halle. Ich habe Angst vor der Halle. Sollen wir doch mal in die Halle gehen? Dann hätten wir die Halle fertig. Da kommen wir nicht durch, aber wir könnten natürlich... Vielleicht können wir hier, wenn wir jetzt hier in den Teachers Room gehen, dass wir da dann uns die Türen aufmachen. Gut, bevor wir hier versuchen durchzugehen, gehen wir mal aufs Klo. Ich überlege gerade. Ah, es ist nicht abgeschlossen, okay. Schön. Ich würde sagen, weil wir speichern dürfen die ganze Zeit. Jetzt ist die doofe Tonnummer. Wir gehen gleich nochmal aufs Klo. Hallo, Speicherung. Liegt hier eigentlich irgendwas? Nee, das ist nur eine Pritsche. Oh, ist das? So, wir gehen jetzt aufs Klo. Und dann gehen wir doch in die Halle. So, Klo ist links rum. Wir haben das schon mal geöffnet. Das ist auch schon mal gut. Jetzt gehen wir aufs Klo. Gehen wir erstmal aufs. Wir gehen erstmal dahin, wo es. Genau, wir gehen erstmal aufs Damenklo. So. Ja, sieht eindeutig aus wie ein Klo. Können wir irgendwas finden? Ha. Kann hier jemand mal das Licht anschalten? Kein Lichtschalter? Okay. Also, dieses Klo ist... hier passiert nichts. Hier ist ein Abfluss, oder? Abfluss oder liegt da was? So, nächstes Klo. Bin der neue Lehrer. Dass hier jemand verschanzt hat. Da hat sich echt jemand verschanzt. Na super, klasse. Okay, dann... Klopfen wir hier mal schnell in so einen Spind an. Eine wunderbare rosane Farbe. Okay, passiert nichts. Hier ist überall zu. Warte mal. Wie weit muss ich schon weg hier? Okay, also wir könnten da hoch. Vielleicht sollte ich mal die Karte wechseln. Ah, wir sollen eigentlich, ja, Chemieraum, Library, Klassenraum, Klassenraum. Die ist ja riesig, diese Schule. Okay, wir befinden uns derzeit,
Boiler Room Storage, okay. Ich würde gerne erstmal das hier abgrasen, damit wir wissen, wo wir reinkommen und nicht reinkommen. Im Grund Alchemielabor. Alchemielabor, ist das Chemielabor einfach nur? Alchemie gibt's doch gar nicht. Wir machen erstmal einen Rundgang. Kann ich eigentlich auch zurücklaufen? Oh, man kann sogar schnell zurücklaufen. Wie schön. Hups. Wir gucken erstmal dahin. Große Tür, bitte sehr abgeschlossen. Nein, warum gehst du auf? Oh, hast du mich erschrocken? Ach, kann es sein, dass es gar nichts macht? Ach, hieß es nicht, dass die irgendwie geschnitten ist, die deutsche Version? Also ich bin ja hier die deutsche Version. Und dass hier normalerweise Babys rumrennen oder Kinder? Interessant war auch bei der Umfrage, dass Resident Evil 2 Original gegen Silent Hill abgestunken hat. Okay, also wir müssen ins Chemielabor. Hier ist alles zu. Wir müssen nach oben. Ach komm, wir gehen erstmal nach unten. Hä? Das ist für die Minitür. Nichts drin. Ach, das ist nur ein Dings, okay. Gut, wir gucken mal schnell auf die Karte. Ich liebe das. Also im Moment ist mein Komplettierungswahn ausgebrochen. Ich will jede Tür gehen und in jeder Tür will ich entweder einen Strich oder einen Zickzack sehen. Wird natürlich dann ganz schlimm, wenn wir einen Schlüssel finden. Für alle Türen. Wann bricht denn eigentlich das eklige Silent Hill auf uns ein? Okay, Klassenraum, da haben wir Chemielabor. Da müssen wir hin. Verdammt, man kann hier rein. Hallo? Och, ich mag das, dass hier so überall nicht so Gegnermassen sind. Ach, was sind das für komische Bilder, ey? Sieht ja aus wie dieser Turmische, der Demogorgon. Wie ist der bei Stranger Things? Stranger Things. Wie detailreich. Aha, Donigum. Ja! Donigum, unser. Diese Bilder sind gruselig, die Kinder gemalt haben. Ich gehe mal davon aus, dass die Kinder gemalt haben. Okay. Ich komme gleich raus, meine Kinder. Ich möchte nur gucken, ob diese Tür hier vielleicht aufgeht. Die kriegen doch ihre Schränke gar nicht mehr auf. Also... Was ist los mit den Kindern hier? Warum sieht das alles so gruselig aus, was sie hier machen? Ja gut, die Giraffe geht noch vielleicht. Okay. Okay, da unten haben wir noch Pipi-Raum. Wir gehen mal hier kurz raus, um wieder reinzugehen. Oh, wir flüchten mal vor ihm. Okay. So, hier meine Garde der USA. Der US und A. Was ist los hier? So, jetzt gehen wir mal aufs Klo. Aber erst schießen wir den anderen ab, damit er uns nicht mehr nervt.
Ruhe. Dann gehen wir jetzt als erstes mal aufs Männerklo. Männleinklo. Okay, hier ist niemand. Oh Gott. Nein, hör doch auf. Okay, hier hat nur jemand gestürzt. Um Gottes Willen. Oh, lass uns hier wieder rausgehen. Ist nicht schön hier. Oh. Hey, yo, Junge. Okay, da hinten hat jemand geschlotzt im Klo, aber ich bin in keine Tür reingekommen. Ja. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich noch reingekommen bin. Das kann ja nichts Gutes sein hier. Okay. Gut, alles klar. Cheryl! Cheryl! Es ist nicht abgeschlossen? Ach so! Ach, ich glaube, ich hätte sowieso hier lang gemusst, oder? Wir sollen als erstes, also wir gucken mal in den Musikraum rein, auch wenn der eigentlich erst, wann ist der Musikraum dran? Warte mal. 12 Uhr. Also hier ist es ja besonders unschön irgendwie. Vor allem, was ist denn das für ein seltsamer Musikraum? Hier ist sogar kein Platz. Es lässt sich nicht öffnen, komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Okay, bis 12 Uhr müssen wir warten. Und hier haben wir dann die Noten dazu, die wir spielen müssen. Es ist im Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rab... Hä? Wisst ihr, wie sich das anhört? Wie das Rätsel, was wir bei Resident Evil 1 hatten? Da ging es doch auch um Vögel in diesem Klavierraum da. Oder in dieser, was war das, in Bar? Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Ah, hier bekommen wir den silbernen Mond. Okay, schade. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ach, stimmt, das Storage-Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Nichts Brauchbares im Schlüsselfach. Auch eine Miete gehabt! Plus eine Katze. Oh nein! Irgendwas hat Frau Mietz gefressen. Super.
Wo, Frau Mietz? Ah, du hast Frau Mietz gefressen. Spring dich um. Aua, nicht den Hintern, hallo. Okay. Hey. Ach, hier geht's ja unten. Oh nein. Aber jetzt sind wir hier auf der Seite. Jetzt können wir hier bestimmt aufmachen. Geil. Ja. Cool, cool. Schnell speichern. So. Also ich speichere jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich muss echt sagen, es macht mega Spaß. Also ich bin wirklich gespannt, ob wir tatsächlich die Cheryl finden werden, wann wir das wahre Silent Hill zu Gesicht bekommen werden. Oh Gott, und ich hoffe so sehr, dass es keine Zwischenboss-Gegner gibt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, ich habe irgendwie Angst. Es ist super interessant. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und damit, ich werde gleich, wenn ich die Abmo gemacht habe, nochmal speichern, weil ich, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt. Ich schaue gerade mal, damit ich euch sage, wann die nächsten von kommen werden, wenn es keinen Livestream geben wird. Und zwar wird es die nächsten Silent Hill Folgen am 10. und am 11.11. geben. Jeweils 22 Uhr. Ich schreibe mir jetzt erstmal auf, das mit dem Musikraum, dass wir da das Silberne bekommen. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.